Schönen guten Tag, Dobardan, hello. Heute bin ich in Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Und wie ihr nur unschwer erkennen könnt, bin ich hier gerade auf der Ulica Otzmaje, die auch Sniper Alley genannt wird, weil damals 1984 im Bosnienkrieg hier die Sniper von Pale die Sarajever Bevölkerung gesniped haben. 1400 Tage Belagerung, das heißt 4 Tage ungefähr, war diese Stadt unter Belagerung, die Leute konnten nicht raus und ich checke die Stadt ab, Ulica Otzmaje ist super, wir fahren durch Sarajevo, jetzt gleich bin ich in der Bašćaršija und ich kann nur sagen, die Fahrt hierhin war super schön, dobar. Ich war in wunderschönen Städten wie Tomislavgrad, Pozorama, Jablanica, Konjic, Hadžići und jetzt in der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, Sarajevo, lehnt euch zurück, die Fahrt und gleich sehen wir uns auf der Fahadija Ulica und dann am Sabil. Jako Liebgrad, Jako Well, So Well, Bosnien-Herzegowina, Grna Ranu Moja. Da bin ich wieder auf der Ulica Fahadija. Gleich kommt die katholische Kirche, die serbisch-orthodoxe Kirche. Es ist super Mission hier. Sarajevo, checkt das aus. Eben war ich bei der ewigen Flamme. Mašala Tita. Bre. Das ist Sarajevo, Stari Grad, Opčina. Und da hinten sind die Sahad Kulas, die Džamijas, die Šedrevans und die Medresen und die Hans. Sabil, bekannteste Sehenswürdigkeit aus Sarajevo. Sahad Kula von Sarajevo, der türkische Uttom und Džamija. An der Mijatska Sarajevo, Džamija und Crkva, also Kirche und Moschee, orthodoxe Kirche, Synagoge, alles hier. Eine Weltstadt, das ist wie Jerusalem, nur in Europa. Brücke zwischen dem Orient und Occident. Da ist die Mijatska und da hinten ist die Latinsko Most. Da hinten ist die Latinsko Most, glaube ich.
Und hier wurde hat Gavrilo Franz Ferdinand umgebracht und der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Sarajevo! Da hinten sind die Berge von Olympia 1984. Trebević, Ikman, Jahorina und Galaschnica. Wir sehen. Gradski Park, Sarajevo. Hier ist ein Friedhof, ein muslimischer. Sarajevo, geteilte Stadt. Muslime, Katholiken und Orthodoxe und Juden. Und hier ist der Trg Sarajevski jetzt Sarajevo, mit dem Denkmal für die Kinder, die im Krieg gefallen sind. Ihr müsst wissen, Sarajevo ist 1400 Tage belagert gewesen im Krieg in den 90er Jahren. Und das Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina und zur Kings in Sarajevo. Und ich bedanke mich. Ei, Bock. Brä.